Willkommen zurück zu einer neuen Folge Duke Nukem 3D. Was haben wir denn hier nochmal gehabt? Ach ja, genau, euch. Ich erinnere mich. Vielleicht, obwohl ich glaube, die Raketen bringen da jetzt nicht so viel. Da brauchen wir halt noch relativ viel für Freezer. Könnte die Lösung sein. Nummer 1. Dann lassen wir dich halt. Wenn dir das so lieber ist. Mir ist es hier auch schon wieder viel zu dunkel. Die Herren? Hail to the King, baby. So, wir können hier mal aufmachen. Kommt auch gerade sehr gelegen. Alte Medikit. Da wären halt noch ein paar Bomben. Aber ansonsten nicht allzu viel Interessantes. Hi. Hat da jemand gewartet, wie mir scheint? Wieso, das dürfte das dann gewesen sein? Hi. Gut. Es kommen also noch mehr von den Viechern wieder. Finde ich ja nicht so toll, aber gut. Müssen wir jetzt durch. Da, bitteschön. Ah, du kommst jetzt schon, alles klar. Falsche Taste, wie gesagt, Mausrad wäre hier sehr schön. Im Eifer des Gefechts treffe ich da dann öfter mal die falschen Tasten. Richtig viel hier los. Groovy. So, noch ein wenig Freeze Tower. Ich möchte hier aber dann doch lieber mal die Granaten nehmen. Hey! Au! Hätte jetzt nicht sein. So, wir haben wieder ein Schalterrätsel. Gut. Danke. Haben wir uns wieder ein bisschen aufgefüllt hier. Ist alles normal. Da können wir auch nichts mehr machen. Na dann, weiter geht's. Die Kollegen sind ein wenig geplättet. Die haben wir noch nicht. Oh. Das Zeug ist so nervig. Hey. Das ist jetzt nicht so nett hier. Hinten war ja, glaube ich, noch einer. Ich glaube, der fliegt da irgendwo rum.
Alles klar, das scheint explosiv zu sein. Gut zu wissen. Zack. Ich hoffe, da haben wir jetzt ein bisschen was zerlegen können. Au, 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 au. Dunkel, dunkel, dunkel. Na komm. Alter Freund. Echt verdammt dunkel da drin. Wir sollten uns mal wieder ein bisschen hochheilen. Danke. Die Herrschaften. Ich hasse es ja echt, wenn man ja absolut nichts mehr sieht. Und euch natürlich auch. Wieder so eine Taschenlampe wäre echt gut. Das wäre praktisch bei so... Weil hier ist ja echt komplett schwarz. Da geht's, glaube ich, raus. Jawohl. Hm. Das kann da mal weg. Du auch? Na, wo bist du hin? Da. Na toll. Okay, wir haben hier irgendwas eingeschaltet. So rumpelt und pumpelt. Ah, Meltdown. Das jetzt so gut war. Das haben wir eingestellt. Da haben wir noch eine Menge Gegner. Ja. Hier kommen wir aber immer noch nicht weiter. Nö, wir haben noch nicht die gelbe Karte. Haben wir hier denn noch irgendwas? Außer diesem Rumgezappel. Ah, guck mal, das ist schon mal sehr schön. Ach, das, die Dinger sind, glaube ich, jetzt runtergefahren. Schätze ich mal. Gut, gut. Dann möchte ich gerne wieder raus. Da. So. Doch, speichern, danke. Eine ganze Menge Muni hier verbraucht, sehe ich gerade. Hm, das hätte es nicht mehr sein müssen. Naja. Warten wir halt nochmal kurz.
dann geht's weiter. Dankeschön. Wir haben die rote Karte wohl noch nicht. Du kannst da durchschießen, wie mir scheint. Hm, zumindest mal einen ausgeschaltet. Hi. Ach ja, wir kommen. Priest, wo ist er? Dann können wir uns hier noch Zeug mitnehmen. Ja, ich weiß, alles am Downmelden. Oh. Den einen haben wir ausgeschaltet, das freut mich. Da ist nichts hinten dran, das freut mich dann nicht so. Karte. Hier was? Nope. Ah, guck. Das ist doch ganz praktisch. Ja, dann können wir mal gucken, was da hinter sich verbirgt. Außerdem ein Echsenviech hier. Hi. Da ist schon mal nichts hinten dran. Da kommen wir jetzt nicht durch, oder? Weg, du Stuhl, du. Okay. Ja, das ist ordentlich down gemeldet. Naja, zum Glück haben wir noch ein bisschen was zum Aufheilen. Dann ab hier hoch. Und wir beenden den Level. Let's rock. Ja, kann man so mitnehmen, denke ich. Ah, alles klar, nächster Level. Das heißt, wir speichern direkt nochmal. Wieder Unterwasserviecher, wieder nervige Aliens. Obwohl, die gehen halt mittlerweile auch, muss ich ja sagen. Gibt weitaus schlimmere. Hi. Blubbidi blub blub. Okay. Da wird wieder geballert. Ebenso hier. So, ich würde dich gerne da runterschießen. Na? Kriegt ihr eigentlich Schaden davon? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen aber, glaube ich, echt da irgendwie von unten wieder reinhüpfen. Was haben wir denn hier? Ein paar Haie? Da haben wir eine Luke. Ah, alles klar. Hi. So. Ein kleiner Geheimgang. The King, baby. So, das konnten wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. War es das etwa? Scheint mir fast so. Oder geht es hier irgendwo weiter? Nö, leider nicht. Schade. Dann suchen wir mal weiter. Okay, Moni. Der Heider kann mal weg. So, räumen wir mal ein bisschen auf.
dann schauen wir mal hier weiter. Ein weiterer Hai, der sterben möchte? Ich finde übrigens ganz angenehm, dass die Waffen hier auch alle unter Wasser funktionieren. Ist ja nicht bei allen Spielen so. Dann können wir mal gucken, ob und wie wir da reinkommen. Das sieht mir nämlich auch ganz interessant aus. Vielleicht nicht genau da reinlaufen. Ich glaube, Jetpack haben wir nicht mehr genug, um da hoch zu fliegen. Könnten wir auch die Dinger mal abschießen. Schade, kriege ich leider nicht. Wir haben ja auch noch relativ viel Taucherzeug. Das war hier das mit dem... Genau. Wie? Können wir denn hier vielleicht irgendwo reinschießen? Ist da ein Schalter oder sowas? Da ist ein Alien auf jeden Fall drin. Ah, da geht's wohl dann raus. Ich schätze, wir müssen wirklich irgendwie an Bord kommen. Wenn ich mir das mal so anschaue. Der wäre weg. Wo war denn hier dieses Ding mit diesem Greifarm? La 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 la. Irgendwo war doch hier so ein Greifarm. Da. Wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, ich speichere doch nochmal ab hier und wir nehmen das Jetpack. Hier wird wieder viel zu viel rumgeballert. Hier gerade. Hep. Ich weiß noch nicht mal von wo da drin. Irgendwie. Komm um die Ecke. Danke. Ach, ihr wahrscheinlich. Okay, zwei weniger, leider keine Medipacks mehr. Das ist nicht so schön. Du musst ja auch nicht so rumporten. Gut, damit können wir nichts anstellen. Da wird halt noch geballert. Finde ich erstmal nicht so schön. Ah, guck mal. Und ein paar Raketen. Da wir noch leben. Ich hoffe mal, das hat jetzt was gebracht hier, oder? Die Schweine sind ja im Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da können wir nichts machen. Kommen wir denn... Ich glaube, wir kommen aber auch gar nicht so einfach hier rein. Habe ich so den Eindruck? Naja, dann jetpacken wir mal hoch und holen uns gleich hier unten mal die Atomic Health mit. Ach nee, Moment. Erstmal dich nehmen.
schon mal etwas besser. Hep. Das war jetzt nicht so gut. Da war jetzt nicht so mit zu rechnen. Mein Kleiner. Gut, da haben wir keinen Muni mehr. Dann nehmen wir den Schrinker Brinknick. Freezer. Freezer? Freezer. So. Das lief besser. So, dann jetzt zweimal Atomic Hell. Wir können das ja nicht zerschießen, oder? Nee. Hep, einmal. Okay, wir können aber trotzdem da reinballern. Das ist schon mal ganz gut. Dann werden wir das, glaube ich, gleich mal machen. Und zwar mit den schweren Geschützen. Einmal Atomic Hell. Zweimal Atomic Health und ich bin weg. Hui. Der ist fast leer hier. Unser Jetpack. Ja, hat das jetzt viel gebracht? Ich glaube ja nicht so wirklich. Da können wir nichts machen, leider. Bald auch hier wieder so ein bisschen zum Auffrischen. Aber das war auch sehr nötig. Wovon kriege ich denn hier schon wieder... Ach, die leben scheinbar noch. Wie es scheint. Where is it? So, ich glaube, wir müssen echt nochmal ins Wasser. Hui. Vielleicht hier unten mal schauen. Aber da kommen wir ja nicht rein. Da haben wir halt nur die Gegner noch drin. Ist das hier der einzige Eingang, den wir hier haben? Scheint mir fast so. Und auch hier können wir nichts machen, außer halt ein bisschen Muni mitnehmen gerade. Ne, ich glaube, sonst sind hier keine Öffnungen mehr. Okay. Wie kommen wir denn hier weiter? Ich glaube, drin ist jemand ein wenig angefressen. Hm? Hm? Da oben ist er. Na, können wir dich da irgendwie wegballern? Okay. Wir müssen also gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Ei. Da ist ja noch jemand übrig geblieben. Und das geht am besten darüber, wie mir scheint. Also müssen wir da irgendwie nach unten. Da wir jetzt allerdings kein Dings mehr haben, müssen wir, glaube ich, vielleicht mal drauf hoffen, dass uns das Ding hier nach oben holt, oder? Geht das vielleicht hier so? Hallo?
Einmal Greifarm nach unten schicken, bitte. Andererseits müssen wir überhaupt noch mal hier runter. Wo er... Ich glaube, wir müssen erstmal eine Möglichkeit finden, da irgendwie reinzukommen. Wir haben keine Keycards. Ich habe aber auch noch keinen Key hier gesehen. Und ich sehe schon, dass wir längst über die Folge raus sind. Naja. Also über die Zeit. Dann würde ich sagen, wir laden erst nochmal ein Teil, wo wir noch oben auf dem Schiff drauf sind. So, das zum Beispiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.